Fahrstuhl hochfahren. Ja. Total Ja, easy. so eine Platte und dann fährst du hoch, Genau. wa? Genau. Ja, cool. Ja, cool. Da will ich den Turm. Dann nehme ich hier den ganz großen, da kann ich nämlich auch euch drauf spucken. Ja, das wird knackig. Ja, müssen wir ein bisschen bauen. Ich habe ein Fahrzeug Oh. gefunden. Nee, ey. Das ist so ein Hippie-Van. So. Ah, hier müssen wir ein bisschen bauen. Also Ein den bisschen. inneren Ring, wa? Hätte ich Ja, erstmal vorerst. dicht Ja, gemacht, genau. ja. Okay. Ich muss den Heli abschließen, Petri. Hab keinen Schlüssel. Ey, krass, Alter. Du bist völlig außer Atem, Alter, nur weil er hier hin und her läuft. Ich habe schon das Herz. Noch eine Toolbox gespawnt, nice. Hier draußen. Vor der Bug. Das ist für uns drei, ist das recht viel Arbeit. Ja, Mann. Und Zack kommt immer erst zu spät, also bleibt es an uns beiden wieder hängen. Na, ihr müsst mir nur sagen, was ihr machen wollt. Dann stelle ich das hin fertig. Was? Ah, oh, Mist. Aber unsere Nische ist noch frei. Ja, da sind wir aber auch wieder so nah an die dran. Da stehen zwei Helis nebeneinander. Das sind wir. Einer Nee, davon ist abgeschlossen. ich hole irgendwas Kleines. Ich fliege jetzt sowieso noch ein bisschen rum und hole ein paar Fahrzeuge. Mach mal. Alles klar. Cool, Männer, dann wünsche ich euch was. Ich bin weg. Bis Aber morgen. du stell mal den Heli dann da wieder hin, denn, ne? Wenn du Ja. aufhörst, dann. Natürlich. Alles klar. Dann bis morgen. Ciao, Jo, ciao. ciao. Ja. Ja, Tschüss. ich sag dann auch mal Tschüss. Wir hören uns dann auch morgen. Genau. Alles klar, tschüss. User disconnected from your channel. Warum muss ich hier sein? Ich bin noch mal für 5 Sekunden weg. Lass den Safe zu, lass ihn zu, soll nichts Böses raus. Nein, toll. Na, mein Freund.
Maybe. Jetzt kommt die Axt. Jawohl. Scheiße. Ja, ist schon wieder zu nah an meiner Base. Jedes Mal, wenn ich die Sniper auspacke. Pumpgun-Zeit. Okay.
hast gesehen, ich hab den Busch weggeschossen. Deine einzige Deckung. Ja, deine einzige Deckung habe ich weggeschossen. Wir haben mit einer Schrotflinte einen Busch weggeschossen, habe ich auch noch nie gehabt. Okay. Und ihn dahinter getroffen, oder was? Ja, aber ihn leider nicht getötet. Dafür ist der Schaden nicht groß genug. Jetzt kommt der Korni noch dazu. Christian, lass mich rein. Korni will mich töten. Ich hab Angst. Nimm doch den Fahrstuhl. Ist hinten eh offen. Korni ist in der Stadt. Hol dir Korni, schnell. Steig ihn weg. Was, in der Stadt? Sind da Zombies oder was? Ja. Oh ja, oh, oh. Wir haben gerade mit einem Granatwerfer getötet. Also man kann hier auch so ein M32, das ist so ein Granatwerfer mit Trommel, nutzen. Ja. Ja. Ist für die Base-Verteidigung richtig praktisch, weil wenn da jemand hinter einem Baum steht, was gerade der Fall war, schießt du den gerade weg damit. Also kannst du natürlich auch deine Panzer brechen, Lapur oder sowas nehmen und ohne Probleme durch Holz schießen. Aber HE ist doch schon netter. Vor allem, weil es so nah dran war. Schnell stellen zum Snipen. Und dann habe ich ihn einfach nur in den Kopf geschossen gehabt. Zombie oder ist das ein Spieler? Ah, ein Spieler.
jetzt ja nicht allzu viel, oder? Wieso? Die Fahrzeugmunition, die Kisten. Gar nicht mehr ab, weil ich hab eigentlich genug Munition schon, und wenn ich mal was brauche, kaufe ich mir schnell beim Händler mal. Hm. Weil beim Händler sind die ja auch nicht so teuer. Ja, sollten eigentlich teurer gemacht werden, aber das wird wohl dann noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Einmal wollte ich auch einen in den Kopf schießen und dabei habe ich ein Straßenschild getroffen. Dadurch ist er nicht gestorben, warum auch immer. Ja. Hat er sich so komisch mit seinem Panzer hingestellt gehabt. Jetzt habe ich mir selbst eine Rauchgranate in meine Base reingeschossen. Besten das geschafft. Im Unterlauf Granatwerfer. Kann man irgendwie nur schwer werfen, oder? Ne, du kannst auch so Dinger als Granatwerfer ja verschießen. Weiß nicht, irgendwie wenn er die wirft, fällt sie noch.